Ich würde sagen, hier sind wir fertig. Jetzt mal so schnell wie es geht ab nach Rifton. Bevor wir hier zusammenbrechen an unserer Last. Ich glaube nicht, dass wir in 5 Minuten dort sind, aber es wird wohl reichen für... mit einem zweiten Trank. Gut. Nichts, was uns auf dem Weg hindert. Schon mal nicht schlecht. Jetzt kann ich wirklich keine großen Unterbrechungen mehr brauchen. Wenn jetzt irgendwo eine Eisenerzmine ist, dann raste ich aus. Stimmt, ich hätte eigentlich zu dem Dorf zurückgehen können. Ach, egal, jetzt bin ich so kurz vor Riftern. Das sind alles Wachtürme, oder? Gucken wir mal kurz in einem rein, ob es da was Interessantes gibt. Hallo, jemand zu Hause? Kleine Hausdurchsuchung. Die Götter gaben euch zwei Hände, die ihr zum Führen eurer Waffe gebraucht. Dafür habe ich großen Respekt. Konfiszierte Waren? Ach, die lassen wir mal in Ruhe. Ich glaube nicht, dass die es so toll finden, wenn ich da an den konfiszierten Waren herummache. Mir fiel gerade das passende Verb nicht ein. Schnell, ein Händler, ein Schmied, irgendwas. Gemischtwarenhändler oder sonst. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Was bist du? Was ist das? Stopp, stehen bleiben. Was ist das? Das möchte ich jetzt wissen. Sieht aus wie ein Vogel, der Breakdance macht. Ich schlag ziemlich gut richtig. Das ist ein Vogel, der... Ein Vogel, der... Riften ist eine echt komische Stadt, muss ich sagen. Ach, eine Spinne. Eiskalt, der Junge, eiskalt. Ich nehme mal schnell das Gift an mich. Ihr habt doch nichts dagegen, oder? So, jetzt aber verdammt schnell einen Händler. Vielleicht muss ich noch nicht meinen zweiten Trank anreißen. Ihr habt ihr noch Mount-Händler? Stehen bleiben! Ehe ich euch nach Rifton lasse, und müsst ihr die Besuchssteuer entrichten. 10.000 Gold. Wofür ist die Steuer? Für das Privileg, die Stadt zu betreten. Warum fragt ihr? Das ist eindeutig Erpressung. Also gut, nicht so laut. Wollt ihr, dass uns alle hören? Ich lasse euch ja schon rein. Moment, ich öffne eben das Tor. Nicht schlecht. Das Tor ist offen. Ihr könnt rein, sobald ihr soweit seid. Manchmal denke ich, vielleicht bin ich ja dieses Drachenblut. Ja, du bitte mit deinem Drachenblut. Also, meine Überredenskunst ist mittlerweile gar nicht mal so schlecht. Da wollen die mir tatsächlich Geld abknüpfen, dass ich in die Stadt reinkomme. Hammerhart. Hammerhart. Irgendwie über 300 Gold. Das gibt's doch nicht, oder? Das war sogar mit Überreden, da wird vielleicht sogar noch mehr haben. Wie viel ist das denn bitte? Wenn da am Tag zwei Leute nach Riften gehen, hat er, glaube ich, an einem Tag schon seinen ganzen Monatsgehalt drin oder sowas als Wache. Wieder. Also, puh. Memo an mich selbst. Als Wache bei Rifton anfangen. Hallo? Bitte schwarzer Bildschirm weg. Ich möchte sehen. Hören tue ich schon. Ich möchte bloß noch sehen. Alle anderen Sinne gehen ja in diesem Spiel nicht. Zum Glück muss ich irgendwie ein bisschen mit hinzufügen. So, und weiter geht's. Ich habe das mal eben Aufnahme beendet, weil das hat jetzt wirklich ewig gedauert, warum auch immer.
Jetzt läuft's wieder flüssig. Ich habe meist mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun. Ja, gut. Darf ich mich vorstellen? Ich bin der nächste schäbige Dieb und getrunkene Schläger. Wenn sie nur einmal mit den Fingern schnitt, landet ihr womöglich. Ich kenne euch nicht. Maul! Sucht ihr hier in Rifthorn nach Ärger? Maul, habe ich gesagt. Und wie kann man denn nur so heißen? Ich weiß. Ich will nur nicht, dass ihr geht. Ich bin nur auf der Durchreise. Ja, dann hört mal zu. Es gibt hier nichts zu sehen. Das Letzte, was die Schwarzdorn-Familie braucht, ist ein Fremder, der seine Nase in Dinge steckt, die ihn nichts angehen. Es ist nicht schlecht, wenn ich Maul vors Maul schieb, genau. Wer sind die Schwarzdorns? Die Schwarzdorn-Familie hat in Rifthorn das Sagen und genießt den Schutz der Diebesgilde. Haltet also eure Nase aus ihren Angelegenheiten heraus. Ich bin Maul. Ich beobachte die Straßen für sie. Für Informationen bin ich der richtige Mann. Aber das kostet euch was. Oh Mann. Wie nennt man sich so? Ungewöhnlicher Edelstein. Dafür ist es vielleicht da. Ist der hier sauber? So einen bekommt man nur, indem man ihn stiehlt. Ihr werdet wohl besser hier reinpassen, als ich gedacht habe. Also, was wollt ihr wissen? Verratet mir, was dieser Edelstein wert ist. Sehe ich etwa aus wie ein Händler? Das müsst ihr mit Vex in der Diebesgilde besprechen. Wenn ihr euch gut mit ihnen stellt, werdet ihr sie finden. Dafür sind die Dinge also da, für die Diebesgilde. Ich habe mich schon gefragt. Na gut, könnt ihr mir etwas über die Diebesgilde erzählen? Macht ihr Witze? Mein Bruder Heuler arbeitet in ihrem Versteck. Heuler? Ich war selbst mal dabei. Hab dann aber bei Maven angefangen, nachdem es mit der Gilde bergab ging. Wenn ihr mitmachen wollt, sprecht mit Brynjolf auf dem Marktplatz. Jemanden wie euch könnte er sicherlich gebrauchen. Maul und Heuler? Erzählt mir mehr über die Schwarzdorns, immer noch besser als Ernie und Bert oder sowas. Also, wir haben Maven, die im Großen und Ganzen für die Operation verantwortlich ist. Sie hat Freunde in hohen Positionen, wenn ihr wisst, was ich meine. Außerdem hat sie Verbindungen zur Dunklen Bruderschaft und zur Diebesgilde. Ihr könnt also niemand etwas anhaben. Denkt daran, wenn sie euch einen Auftrag erteilt, macht lieber genau das, was sie sagt. Sie? Toll. Hey, ihr, kommt her. Ich will mit euch reden. Wir haben gerade ein Gespräch hinter uns, aber egal. Ich trage jetzt keinen neuen Trank, das schaffe ich. Ich muss irgendwo eine Schmiede. Was beobachtest du mich eigentlich die ganze Zeit? Seltsame, nicht-menschliche Frau. Verschwindet, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Himmel, Herrgott, aber die so große Unterschiede erkenne ich dann doch wieder nicht drin. Habt, solltet ihr es rechtzeitig und mit dem Doppelten der üblichen Gebühr zurückzahlen. Das weiß ich. Aber woher hätte ich wissen sollen, dass die Lieferung gestohlen werden würde? Posaunt eure Pläne nächstens nicht so heraus, dann wäre nichts passiert. Was? Wollt ihr mir sagen, dass ihr es geraubt habt? Warum? Warum tut ihr mir das an? Hört zu, Chadre. Letzte Warnung. Zahlt, sonst werdet ihr was erleben. Chadre. Hauptsache, ich bekomme das Gold. Alles andere ist euer Problem. Wieso nennt man sich nach einem Edelstein? Mit euch habe ich nichts zu schaffen, also geht mir aus dem Weg. Ja, ich gehe ja schon. Ich muss ja gehen. Ich bin ja überladen. Mit deswegen euch habe ich nichts zu schaffen, also geht mir aus dem Weg. Ja, ich gehe doch schon. Bienenstich. Mit euch habe ich nichts zu schaffen, also geht mir aus dem Weg. Die Stadt ist wirklich seltsam. Noch ein komischer Name und ich muss mal wirklich kurz Pause machen, um mir mal richtig dick an den Kopf zu schlagen. Bei mir gibt es das Beste. Hallo. Etwas frisches Fleisch gefällig. Kaufen? Werft einen Blick darauf. Wie es aussieht, kann ich bei dir ein bisschen was loswerden. Na toll, die hat 59 Gold. Oder zumindest ein bisschen Altuwein. Und das ist ja vom anderen Geschlecht, das bringt mir das Zeug ja sogar ein bisschen was bei ihr.
Ein bisschen mehr zumindest als alles andere. Aber das war schon fast wieder. Und ich bin immer noch überladen, garantiert. Ihr habt auch noch nie ehrlich für all euer Geld gearbeitet, was? Naja, kann man sehen, was man jetzt ehrlich bezeichnet. Das ist ja ziemlich relativ. Ich suche eigentlich nach diesem alten Mann, der in Rifton untergetaucht ist. Ihr wollt kostenlose Informationen? Wenn ihr mir helft, werde ich sehen, wie ich euch helfen kann. Außerdem quellen eure Taschen auch nicht gerade vor Geld über, oder? Ich kann nicht rennen, wenn dir das reicht als Information. Lasst mich ihn erst finden. Drachen sind schlecht fürs Geschäft. Sich eine einmalige Gelegenheit entgehen zu lassen, ist aber noch schlechter. Woran habt ihr gedacht? Ich habe einen Auftrag zu erledigen, brauche dabei aber Hilfe. Und in meiner Branche wird Hilfe gut bezahlt. Was muss ich tun? Ganz einfach. Ich sorge für Ablenkung und ihr stehlt Mardesis Silberring aus dem Tresor unter seinem Stand. Wenn ihr ihn habt, legt ihr ihn in Brandscheis Tasche, ohne dass er es bemerkt. Warum soll ich Brandschei den Ring unterschieben? Es gibt jemanden, der ihn aus dem Geschäft drängen möchte. Mehr müsst ihr nicht wissen. Sagt mir, wenn ihr bereit seid, und wir legen los. Na gut, okay, aber ich glaube, in meinem Zustand... Ich bin bereit. ...ist Schleichen schlecht. Sagt mir, wenn es losgehen soll. Die Arbeit in der Fischerei von Rifton ist hart, aber sie bringt etwas Geld in meine Taschen. Du bist bestimmt nur ein Bettler, oder? Aber natürlich, ich bin ja nichts als ein dreckiger Bettler. Warum solltet ihr schon Bessere Antwort. Nee, ganz ehrlich, eine bessere Antwort konnte er jetzt nicht geben. Nee, besser geht's nicht. Darf ich euch einige edle... Nein! Jetzt hab ich den... Hat er sogar ein bisschen Geld. Den kann ich ein paar Sachen verkaufen. Das da... Ja, Redekunst... Brauchen die Frostbissgifte? Oh Gott. Der obligatorische Stadtpenner, der in jeder Stadt ist. Er musste ja da sein. So, was gibt's denn hier Tolles? Unsichtbarkeit. Könnte ja vielleicht helfen. Schwer entdecken. Ich werde sowieso sofort entdeckt. Aber vielleicht hilft mir das bei dem Auftrag ein bisschen. Lass ich mal ein paar drin. Das ist wurscht. Das ist erstmal ziemlich wurscht. Das sind, glaube ich, sogar noch meine hergestellten von vor, was weiß ich, wie vielen Aufnahmen. So. Ich bin immer noch überladen. Behaltet die Straße im Auge. Oh Gott, da fehlt ja immer noch so viel. Okay, Straße im Auge behalten. Lala. Hey, das sieht mir vielversprechend aus. Wollt ihr etwas kaufen oder seid ihr nur zum Trainieren gekommen? Wenn nicht, dann verschwindet. Behandelt ihr alle Kunden so? Ich habe diesen Müll schon in ganz Himmelsrand verkauft. Ich komme gerade so über die Runden. Ich bin nicht hier, um neue Freunde zu finden. Und ob ihr mit eurem Kauf zufrieden seid, interessiert mich nicht im Geringsten. Ich brauche nur das Geld. Je eher ich aus Himmelsrand verschwinden kann, desto besser. Mensch, es war doch nur ein Scherz. Oh, wieso wollt ihr Himmelsrand verlassen? Ist das euer Ernst? Der Krieg zerreißt das Land. Das ist doch vorbei. Die Drachen sind zurückgekehrt. Himmelsrand entwickelt sich nicht zum Positiven. Ich an eurer Stelle würde hier verschwinden, bevor ihr in einem dieser Steingräber endet. Gut. Ich brauche Training für leichte Rüstung. Ich werde euch zeigen, wie ihr euch wirksam schützen könnt und dabei dennoch schnell auf den Beinen bleibt. Nicht schlecht. Wie viel kostet es? Wenig. Dann so können wir ein bisschen leveln, auch wenn wir leichte Rüstung nicht brauchen. So. Sehr schön. Das bringt uns gleich mal einen guten Batzen Erfahrung. Für nicht allzu viel Geld. Und jetzt mal ein paar Sachen loswerden. Alles, was ich in der Auslage habe.